Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge. Wir spielen Assassin's Creed Origins. Ja, ich habe ihn gesehen. Ne? Ausrüstung? Ja, ich habe ihm gesehen, dass wir bei Quests, den wir eben da hatten, den hier, aus der römischen Festung. Dass wir den hätten mitnehmen können. Gehen wir nochmal hin, wa? Ich weiß ja nicht, was. Vielleicht müssen wir ihn nur raustragen und dann gibt es auch 3000 Punkte. Wäre ja nicht schlecht. Wer weiß. Wie gesagt, ich glaube, so viel Level kommt nicht mehr. Ich sag jetzt einfach mal Level, Mission oder sonstiges kommen nicht mehr, weil. Warum ich das glaube, ist einfach. Weil wir nur noch einen Gegner haben. Ja, so von der Geschichte her wir schon so fast alles erzählt haben. Unsere Rache fehlt noch, aber mal sehen. So viel dürfte hier eigentlich nicht mehr passieren. Wir haben hier schon ordentlich aufgeräumt. Wow. Diese Zone ist tabu. Geh mal hier hoch. Hilft den Zivilisten, hä? Der Dienstherr der Spione dich geschickt? Die Liste des Centurius führte mich. Komm, mein Freund. Super. Komm her, alter Gaul. Gerade noch weggekommen. Hast du die Liste? Die Namen der Verborgenen in der Kyrenaika? Ja. Du und noch ein Agent von Apollodoros überlebten. Ich befreite ihn aus den Baracken von Balagrei. Du hast Ägypten und Apollodoros einen großen Dienst erwiesen. Amun-Re möge dich belohnen. Steigst du auch ab, oder?
Von mir aus komm auch einfach mit. Schnellreise wieder rüber. Absolute Macht. Oi, is meisonos afrosinis. Vakhetmeno. Kerapnes kede. Morias paraskevas matatuta. Er kam mit einem Stock im Arsch aus Ballagret zurück. Hat die Steuer fürs ganze Jahr verlangt. Als sie nicht zahlte, brannten sie meinen Hof ab. Und es waren sicher Leanders Männer. Meine Frau sagte, es bringt nichts, sich ihm zu widersetzen. Ich hasse es, wenn sie recht hat. Leander wird zahlen. Du hast mein Wort. So, dein Wort, Diokles. Pflügt das mein verbranntes Feld um? Bringt es meine Ziegen zurück? Ich hab genug von dir und diesem Land. Dein Wort. Pah. Und wie setzte dich, unser höchst ehrenwerter Magistrat, unter Druck, Ägypter? Praxila sagte, du könntest mir helfen. Ich bin Bayek. Okay, wir beschnuppern uns. Ich habe alle Hände voll mit Magistrat Leander zu tun. Er ist überaus korrupt, doch seine Bande mit Flavius macht ihn unantastbar. Dann zertrennen wir diese Bande. Leichter gesagt als getan. Er hat alle, die ihm gefährlich werden können, bedroht oder bestochen. Simonides könnte helfen, wäre er nicht so ein Säufer. Er war letzte Nacht in Leanders Villa, ist aber nicht zurückgekehrt. Ich könnte ihn suchen. Sehr gut. Ich werde mich an die anderen Magistrate wenden. Such in der Taverne oder im Bordell südwestlich der Arena nach unserem verschwundenen Freund. Wir treffen uns in meinem Haus. Es ist das mit der großen Terrasse an der Hauptstraße. Dann suchen wir mal wieder jemanden. Zenu kriegt jeden. Sühnen, so hieß die von Valhalla, ne? Der Vogel. Bist du Simonides? Oh, mein Kopf! Was soll das Geschrei? Diokles ließ mich nach dir suchen. Sag ihm, ich wär tot. Wir brauchen deine Hilfe. Mit Leander. Dieser Dämon ist für meinen benebelten Geist und meinen Durchfall verantwortlich. Bestimmt hat jemand meinen Wein vergiftet. Tut mir leid, aber ich muss dich mitnehmen. Bacchus und seine Nymphen seien verflucht. Dich schickt eine Rachegöttin zur Folter. Wenn ich auf dem Weg entschlafe, ist es deine Schuld. Wie ist dein Name, Quellgeist? Bayek. Ägypter? Ja. Diokles sagte, du hättest gestern Leander getroffen. Eine Feier in seiner Villa. Alles floss in Strömen. Wein, Frauen, Knaben. Das klingt... Iphtos verlor seine Toga. Lustig. Lustig? Eine Mission. Nur eine Mission. Hast du was herausgefunden? Simonides? Geht es dir gut? Nein. Ah. Verflucht, du Sohn des Re. Hey, wenn du mich ankackst, schneide ich den Kopf ab. Morias Palaskevas. Hera, Göttermutter. Simonides, bist du betrunken? Ich will nicht wissen, wo du ihn gefunden hast, Bayek. Auf der Straße. Das Bordell muss umgezogen sein. Hast du in Leanders Villa etwas finden können? Papiere, Bestechungsbelege, Veruntreuung. Seine Wachen fassten mich, bevor ich etwas mitnehmen konnte. Ich konnte sie überzeugen, dass ich volltrunken war. Welch Kunststück, Simonides.
Die Beweise sind da und ich muss sie nur holen. Wir stünden ewig in deiner Schuld. Doch warum setzt du dein Leben für uns aufs Spiel? Wer seine Macht missbraucht, soll gestürzt werden, damit das Volk nicht mehr unterdrückt wird. Ägypter wie Griechen. Ah, gut gesagt. Unser Freund Bayek erinnert mich an Cicero. Die Villa liegt im Osten, umgeben von Weinbergen. Wir versammeln die anderen Magistrate im Tempel des Apollon. Suche uns dort auf, wenn du Beweise hast. Fortuna segne dich, mein Freund. 1000? Was? Oh, siehst du mal, gut, dass ich den geholt habe. Den. Da muss ich hin. Au. Hui. Danke, Baum. Ich sollte mich hier nicht erwischen lassen. Gar nicht gejuckt. Oh, wo kommt der denn her? Bestechung, teure Feierlichkeiten und veruntreute öffentliche Gelder. Das ist der Beweis, dass Leander korrupt ist. Aber was steht hier über Diokles? Ein Putsch? Ich sollte Diokles warnen. Er ist in Gefahr. Zahlungsbund. Anweisungen für seinen Sklaven. Das war eine teure Feier. Ort beendet. Schön. Dann können wir jetzt zurück, oder? So, hier. Schnellreise. Blub. Einmal ganz kurz die Villa leergeräumt. Direkt wieder zurück und schon sind wir fertig. Bup. Rückwärts fahren. Wie lange müssen wir warten? Leander sagt, bald wird die Beweise finden. Hast du denn gezählt? Diokles! Eine Falle! Leander plant einen Putsch! So,
Hier seid ihr nun alle, um euch gegen mich zu verschwören. Du wirst dem Volk Rede und Antwort stehen. Meine römischen Freunde sehen das anders. Feier! Wir müssen die Magistraten schützen! Du hast mein Leben gerettet, Freund. Praxilla hätte mir nie verziehen, wenn Leander dich umgebracht hätte. Warum sollte er das tun? War er von der Gier nach Macht so vereinnahmt, dass er morden musste? Ich habe Männer für weniger morden sehen. Wir sind allein deinetwegen am Leben, Bayek. Kyrene verdient jemand Besseren als ihn an der Spitze. Du wirst sie hervorragend führen, Diokles. Ich frage mich, wie es Diokles wohl geht. Wieso denn? Pax Romana. Oh, ey. Es nimmt wohl nie ein Ende. Nicht verfolgte Quest in der Nähe. Autohupe. Ich bin kein Schauspieler, Simonides. Und ich bin kein Theater. Bayek, mein Freund, wir sprachen gerade von dir. Ach, sollte ich mir Sorgen machen? Nein, nein. Simonides möchte, dass ich mich selbst spiele. In einer Komödie, die er über Leander geschrieben hat. Der rühmenswerte Triumph der Ikonen von Kyrene. Ah, griffiger Titel. Er würde es zugeben, dass es Humbug ist. Aber wir hoffen, dass unsere Festspiele etwas Wohlwollen bringen. Zu diesem Zweck bräuchte ich einen letzten Gefallen. Ohne Schauspielerei. Leanders Villa soll wieder dem Volk zugänglich gemacht werden. Aber ohne diese Urkunde ist das unmöglich. Die Römer lassen uns nicht Leanders Arbeitszimmer in der Akropolis durchsuchen. Ich mach das schon. Ich finde sie. Ey. So, ich dachte, ich muss wieder da hinten zu dieser Villa. Aber es scheint hier in der Nähe zu sein. Da oben? Gut, dann gehen wir den umgekehrten Weg wieder rein. Na, hier sollte ich vorsichtig sein. Komm rüber. Nein. Kommt er rüber, ja, ne? Jawohl, da kommt er. Tibiave,
Na, hier ist keiner, das ist schon mal schön. Das wäre doch ein gutes Versteck für die Urkunde. Aber hier war ich doch schon. Die Papiere der Villa. Diokles wird sich freuen. Er kann eine neue Ära beginnen oder so. Wieder Schnellreise machen, ne? Pop. Warum unnötig Zeit verballern? Na, 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 na. Bayek, Beis. Ba, 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 ba. Hallo. Die Urkunde ist dein, Diokles. Das Volk hat das Vertrauen in uns Magistrate verloren. Sie wird helfen, es zurückzugewinnen. Mein guter, Herzen und Seelen gewinnt man mit Taten. Vitruvius ist ein Freund von dir, oder? Ein reisender Händler sagte, er sah ihn auf der Straße nahe der Zitadelle. Er schien in Schwierigkeiten zu sein. Der Architekt ist ein guter Mann. Ich hörte, seine öffentlichen Bauarbeiten hätten Südkyrenaika wiederbelebt. Ich würde ihn gern persönlich kennenlernen. Sollen wir uns am Apollon-Orakel treffen? Ich sehe nach Vitruvius, dem besonderen römischen Träumer. Vor. Oh Gott. Oh. Wow. Vitruvius! Diokles sagt, du wurdest angegriffen. Auf dem Weg zur Zitadelle. Irgendwelche Plünderer haben mein Manuskript gestohlen. Mein Lebenswerk. De Architectura. Es sind gefährliche Zeiten. Aber seit wann sind Banditen Gelehrte? Mir graust davor, was sie damit tun. Sicherlich werden sie nicht meinen Ansatz der modernen Architektur würdigen. Ich bringe es dir zurück, bevor sie es verbrennen. Keine Sorge. Ach echt? Also wieder rein ins Getümmel.
Er rennt die ganze Zeit auf einer Stelle. Hier schießen sie zuerst und fragen dann. Verdammt, was? Zack, voll ins Genick. Vitruvius Buch, für die Nachwelt bewahrt. In den falschen Händen ist Wissen verschwendet. Ich widme dieses große Werk der Göttin Roma. Darin erörtere ich Vitruvius die Regeln der Architektur. Die Architektur lässt sich in drei Bereiche einteilen: Bauen, Messen und Mechanik. Das Bauen besteht aus zwei Teilen. Der erste reguliert die allgemeine Stadtplanung und die Verteilung öffentlicher Gebäude. Der zweite bezieht sich auf private Bauten. Öffentliche Gebäude dienen der Verteidigung, der Religion und der Sicherheit der Öffentlichkeit. Verteidigungsbauten schützen die Bewohner von feindlichen Angriffen. Bringen wir es zurück. Lungert mein faules Reittier hier irgendwo noch rum? Ja, da ist er. Das ist so viel schneller, aber weiß ich auch nicht. Wow. Du hast es bei Jupiter. Sie waren traurig, es zu verlieren. Ich bin mir sicher, Sie haben es bereits benutzt, um Ihre Rattenfalle zu optimieren. Danke, mein Freund. Ich werde dir ein Kapitel widmen. Welch Ehre. Tatsächlich möchte mein Freund Diokles es wirklich gerne lesen. Er wartet am Orakelschrein auf uns. Eine großartige Idee. Ich muss noch was erledigen, dann komme ich auch. Oh. Ich muss zu Praxila. Sie muss bei diesem Treffen der großen Geister Kyrenes dabei. Dann holen wir sie halt auch noch. Dass ich dich wiedersehe. Aber ich habe gehört, dass Flavius nicht mehr ist. Den Tag habe ich herbeigesehnt. Aber wie war es in Balagrai? Die Römer sind jetzt viel kooperativer, seit Melitta fort ist. Das werden wir noch sehen. Und dein Freund, Krios? Ich lehre ihn die Kunst des Heilens. Aber ich habe ihn vor einem Tag zu den östlichen Hügeln geschickt, um Kräuter zu sammeln, und er ist noch nicht zurückgekehrt. Ich wollte ihn gerade suchen gehen. Ich werde ihn finden, wenn du zum Orakelschrein gehst. Da ist ein Freund, der dich sehen möchte. Ist es? Nein, ich wage es nicht zu hoffen. Ich komme, wenn ich Krios gefunden habe. Ich bin hier wirklich Mutter Teresa.
Ach da, der wird angegriffen. Tiger oder so. Böse, böse Katzen. Du hast mich schon mal gerettet. Ich dachte, du wärst ein Traum. Du bist ein Freund von Praxila. Du steckst sehr regelmäßig in Schwierigkeiten. Ja, die Pflanze offenbart, was in den Samen steckt. Ich werde in Zukunft besser aufpassen. Danke, Beschützer. So, jetzt bewegen wir unseren Arsch wieder komplett hier hinten hin. Da muss es aber saftige Punkte für geben. Ja, ja, Diokles, ich verstehe dein Argument. Du hast uns zusammengeführt, Bayek. Kyrenes Triumvirat. Vorboten eines neuen Friedens für diesen Außenposten von Rom. Jeder denkt, sein eigener Horizont sei die Beschränkung der Welt. Doch durch dich haben wir ein größeres Ziel gefunden. Und Praxila und ich werden heiraten. Diokles, ich habe noch nicht Ja gesagt. Ein Garten und eine Bibliothek ist alles, was man braucht. Doch nun ein Toast. Auf Bayek und Kyrene. Auf Frieden und Ordnung. Auf die Liebe und Hochzeiten. Vade in pace, Kyrenaika. Fünftausend ist schon okay, oder? So, warte mal, Ausrüstung. Hier wieder ein Schwert. Oder halt irgendwas. Und wir haben einen Bogen. Müssen wir hier tauschen? Sogar noch einen größeren. So. Und wir haben auch einen neuen Jagdbogen. Raubtierbogen meine ich. Aber wir benutzen schon den stärkeren von beiden. Oder sie sind gleich stark, aber der andere ist lila, deshalb wirkt er interessanter. So. Ich weiß gar nicht, was wir jetzt nächstes wollen. Das? Dann erhältst du Bonus-EP. Gegner in der Innenwand geraten allein Schaden und gehen zu Boden. Wenn ein Gegner mit einer Hilfsmittel wie Verwesungsgift, Gefälle, Brandbomben oder Feuer tötest, erhältst du zusätzlich EP. Oh, hier, der ist gut. Also kommst du zurück nach Balagrae mit mir? Wenn du dort unser Heim bauen willst. Gut. Man könnte. Karte wollten wir nochmal gucken. Dann haben wir noch zwei.
Die beiden nehmen wir uns an. Und dann gehen wir wieder zur Hauptmission über. Gut. Freunde, ich reise schon mal hier rüber. Ist ja nicht so weit, aber egal, ich reise trotzdem schon mal hier rüber. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Ich hoffe, ihr seid übermorgen wieder mit dabei. Lasst mir gerne was da. Passt auf euch auf, wenn ihr Bock habt. Sehen wir uns übermorgen. Ciao, ciao.